Stimmen der Liebe-Fans sind Abschiede gewöhnt. Schließlich lebt die Telenovela davon, dass in jeder Staffel ein neues Protagonistenpaar im Fokus steht. Doch neben den zwei Hauptdarstellern gibt es auch zahlreiche Nebencharaktere, die teilweise schon sehr lange in der ARD-Serie mitspielen. Da kann es schon mal ein Schock sein, wenn eine Figur plötzlich nicht mehr dabei ist. Diese 9 Stunden der Liebe-Ausstiege haben uns das Herz gebrochen. Florian Böhm war seit 2005 immer wieder in der Rolle des Masseurs Mike Dreschke zu sehen, der mit Tanja zusammen war. 2007 verließ er den Fürstenhof endgültig, nachdem seine Rolle bei einem Motorradunfall verunglückt war. Wayne Carpendale war in der Rolle des Geschäftsführers Lars Hoffmann ausgesprochen beliebt und galt als einer der Frauenschwärme. Doch auch ihn musste früh das Zeitliche segnen, nachdem er eine von Barbara von Heidenberg vergiftete Praline gegessen hatte. Besonders tragisch, die Praline war eigentlich für Charlotte Saalfeld vorgesehen. Den Serientod musste auch Caroline Beils Rolle der Fiona Marquardt sterben. Sie erlitt einen tragischen Autounfall, den sie nicht überlebte. Natalie Allison war seit 2008 in der wiederkehrenden Rolle der Rosalie Engel bei Stumm der Liebe. Sie sieht zwar aus wie ein Engel, doch Rosalie hatte es faustdick hinter den Ohren. Seit 2020 war sie nach langer Abwesenheit wieder in der Serie, 2022 folgte der überraschende Ausstieg. Obwohl sie das Biest der Serie war, schockierte der Tod von Beatrice Stahl, gespielt von Isabella Hübner, die Stumm der Liebe-Fans. Die Antagonistin wurde mit einer Büste erschlagen. Lange Zeit wusste man nicht, wer sie umgebracht hatte. Nach langem Rätseln kam dann die Auflösung. Susan war die Mörderin. Als warmherzige Fitnesstrainerin Poppy Saalfeld schlossen wir Birte Wenzig in unser Herz. Ihre Todesnachricht kam total unerwartet. Poppy starb im Urlaub, nachdem ihr eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen war. Ein absoluter Schock für alle Fans. Ihren ersten Auftritt hatte Tanja Lieberts in der allerersten Stunde der Liebe-Folge. Einige Jahre, genauer gesagt bis 2012, war Judith Hildebrand in dieser Rolle zu sehen. Die Serienfigur der Schauspielerin hatte so einige Abenteuer erlebt. Doch kehrte dem Fürstenhof in Staffel 7 den Rücken und zog zurück nach Italien. René Oltmanns lernten wir in der Rolle des Sommeliers Simon Konopkal kennen. In der 6. Staffel verließ er den Fürstenhof, um mit Maike und seinem Schwiegervater Jasper nach Südafrika zu ziehen. Jan van Weide spielte mit Unterbrechungen 10 Jahre lang die Rolle des humorvollen Chaoten Xaver Steindl, der als Page an den Fürstenhof kam. Die Fans waren mehr als traurig, als er zusammen mit Kira nach Berlin zog und somit die Telenovela im Jahr 2015 verließ.